Hallo zu einem weiteren Gespräch mit einem Comedian-Kollegen. Heute sitze ich hier in, wo sitzen wir heute? Bad Zwischenahn. Im Park der Gärten. Im Park der Gärten, genau. Das ist der liebe Kollege C. Heiland. Wobei, das ist, glaube ich, so eine Mischung aus, weiß gar nicht, ist das eigentlich ein Künstlername oder ein Originalname? Also C ist Original und Heiland ist ein Künstlername. Also Christian? Das wird für immer ein Geheimnis bleiben. Okay. Christus. Okay, sicher. Und der Christian und ich, wir kennen schon eine Zeit lang. Er hat relativ zu der Zeit angefangen, wie ich damals mit dem Schmähstadl angefangen habe, gerade festgestellt. Und Christian ist bekannt dafür, macht, ich sage mal, eine Mischung aus, ich würde das als Mischung aus Unterhaltung, Satire, Kabarett und Comedy bezeichnen. Ja, je nach Intellektualität des Publikums. Genau. Würde ich sagen. Und du bist, oder für mich immer im Kopf geblieben, weil du spielst auch ein bestimmtes Instrument, das Omnichord. Möchtest du kurz sagen, was das ist? Ja, aus Japan kommt es, aus den 80er Jahren. Und da wurde ehemals dran gedacht, dass kleine Kinder musikalische Früherziehung erhalten sollten durch dieses Instrument. Und dann wurde es aber selbst dafür als zu schlecht befunden und deswegen wieder eingestellt. Und das ist natürlich direkt ein Grund für mich, dass also da sowas reizt. Ich habe dich ja, glaube ich, gestern so gefragt, du hast 10 Stück davon noch. Ja. Wann ist das letzte produziert worden? 96, das letzte Modell, das ich habe, 96. Weißt du, wie viele weltweit überhaupt gemacht worden sind? Nee, das weiß ich nicht. Und mir reichen ja die 10. Ja, genau. Und du hast sogar jemanden, der das reparieren könnte oder kann, wenn was passiert, ne? Seit neuestem habe ich 5 Jahre lang gesucht. Jetzt habe ich endlich einen, aber ich habe echt lange gesucht. Das ist faszinierend. Das scheint also nicht ohne zu sein. Aber jetzt muss ich noch mal einen Schritt zurück machen. Du bist ja nicht immer Comedian oder Kabarettist gewesen. Du hast vorher einen Job gehabt. Möchtest und willst du erzählen, wie du dazu gekommen bist? Ja, klar, solange ich keine Patientennamen nennen muss. Also ich war in der Psychiatrie, also tätig natürlich. Ja, inwiefern? Was genau? In einer geschlossenen forensischen Abteilung, also mit psychisch kranken Straftätern 10 Jahre. Aber du hast kein Studium in der Richtung abgeschlossen? Doch, Psychologe. Wow, du bist echt ausgebildeter Psychologe? Bin ausgebildeter Psychologe. Ja. 26 Semester habe ich studiert. Weiß nicht, ob du da drüber kommst. Ich habe ja in Amerika studiert. Oh, der feine Herr in Amerika. Das zählt nicht. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ja. Was denn? Journalismus und Broadcast. Und amerikanisch, ja. Stand-up. Leider nicht. Broadcast? Ja, Broadcast. Wie das schön sagen. Nee, ich habe 26 Semester Psychologie studiert, ja, und habe dann in der Psychiatrie gearbeitet, 10 Jahre, noch bis 2012. Und seit 2012 bin ich hauptberuflich Comedian und ich finde, da besteht eindeutig ein kausaler Zusammenhang zwischen diesen beiden Tätigkeiten. Ja, das also meine ich vollkommen ernst. Das werden viele, aber bist du da so reingerutscht oder hast du von einem Tag auf den anderen beschlossen? Du hast ein bisschen früher zu spielen begonnen, nehme ich an. Zeitlang parallel, war das so? Oder? Ja, Ende 2009, 2010 habe ich angefangen, genau, und habe das parallel gemacht und musste dann irgendwann entscheiden, weil die Patienten einfach einen zuverlässigen, jemand Zuverlässiges brauchten und das konnte ich dann irgendwann nicht mehr erfüllen und dann musste ich mich entscheiden, ja. Und du bist ja einer, der tatsächlich, also davon wirklich lebt, that's it. Jetzt hier, von Comedian, ja klar. Schön chillen hier am Springbrunnen. Ja, mache ich. Und wie umschreibst du jemanden, der dein Programm nicht kennt, was du machst? Musik-Comedy einfach. Aha. Mit Omnichord. Genau, mit Omnichord und inhaltlich eben mein neues Programm geht genau um die Tatsache, wie ich vom Psychiater zum Comedian wurde. Also der Weg. Wirklich? Ja, genau, der Weg von dahin. Wie heißt das Programm? Der Mann mit dem Schatten. Du hast ja auch Familie, hast du mir erzählt. Geht das? Also geht sich das aus? Sind die glücklich über das, was du machst? Jetzt oder das, was ich früher gemacht habe? Sowohl als auch. Naja, doch, die freuen sich. Ja, ja. Ja. Die freuen sich. Du hast ein Kind, wie alt ist das? Oder er, sie? Er, ja. Er? Ja, noch ziemlich klein. Okay, also er versteht noch nichts, was du machst. Naja, er singt schon mit, ab und zu, aber... Das heißt, erzählt auf jeden Fall die schmutzigen Witze, erzählt er noch nicht nach in der Kita. Ne? Ja, da habe ich auch Geschichten. Das ist peinlich, wenn das mal losgeht. Ja, fände ich lustig. Ich glaube, wir würden Lackkrampf kriegen. Ja, nein, das ist wirklich so. Aber jetzt, du machst ja immer Witze drüber, aber du hast auch jetzt wieder gesagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Psychologie und Comedy. Wo ist da was? Was ist zum Beispiel ein Zusammenhang konkret? Wo sagst du, hey, das ist wie damals oder? Nein, ich meinte eher so die Kompensation, ne? Also dieses Verarbeiten von den schweren Schicksalen, die ich erlebt habe, das in Humor umzuwandeln, so zu transferieren, ist die einfachste Möglichkeit. Also von Patientenseite aus.
oder deine persönliche? Nein, meine Erfahrung mit den schweren Schicksalen der Patienten sozusagen, das zu transferieren in Comedy, ist das Naheliegendste, um damit so umzugehen, dass es eigentlich angreift. Hast du je bei einer Show das Erlebnis gehabt, dass dann jemand da war, den du aus deinem früheren Leben kennst? Ja, ja, hatte ich schon mal, ja. Und schon mal. Haben die was gesagt? Oder? Ja, der fand das lustig. Der, der hat irgendwie so gesagt, ja, sie waren ja immer schon ein lustiger Kerl. Das stimmt. Und war er geheilt zu dem Zeitpunkt, weißt du das? Ja, ja, war er. War er. Okay. Sonst wäre er nicht da gewesen, ne? Nee, war er die geschlossene. Achso. Ja. Nee, nee, war er, ja. Ja, du bist jetzt eben noch nicht ganz so lange im Geschäft, aber machst du auch so Überlegungen, wo es weitergehen soll, wie es weitergehen soll, wo du hin willst mit der ganzen Geschichte? Ja, berühmt natürlich, ne? Möchtest du berühmt werden? Ja, berühmt, ja, reich. Aber du bist ja schon ab und zu im Fernsehen. Groupies. Groupies. Du hast ein Kind. Ach so, ja, stimmt, stimmt. Also keine Groupies, ja, aber der Rest. Nee, so ein bisschen was geht noch nach oben, aber ich kann mich auch nicht beklagen, sagen wir mal so. Es läuft ganz gut. Du spielst ja eher so unter dem, also ich habe das Gefühl, bei dir tendiert der Veranstalter schon eher, sagt das eher Kabarettist als Comedian, kann man schon sagen. Du bist jetzt nicht unbedingt laut in der Show mit lauten One-Linern und rüden Witzen und so. Nee, aber beim neuen Programm jetzt, der Mann mit dem Schatten, hat es sich ein bisschen geändert. Also seitdem ist die Bezeichnung Comedian fällt öfter. Wirklich? Weil es einfach mehr Comedy-Clubs interessieren sich auch für das Programm als vorher. Die sich vorher gar nicht gemeldet haben oder mich abgelehnt haben, interessieren sich jetzt dafür, weil es irgendwie durchgesickert ist, dass es mehr Comedy ist. Also scheint, mir ist es egal, ich mache zu 100% das, was ich machen will, aber es scheint mehr in Richtung Comedy zu gehen in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn ich denn eine öffentliche Wahrnehmung habe. Ja, 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 aber es ist ja immer so ein Thema, nicht Comedy. Ist es jetzt auf der Gegenseite, wenn sich mehr Comedy-Clubs melden, hat schon ein Kabarett-Club gesagt, das ist aber jetzt nicht mehr Kabarett? Ja. Wirklich? Ja. Hat schon gegeben. Was hat er da gesagt? Das ist einfach zu flach, oder? Den nehmen wir nicht mehr. Das ist mir zu albern. Ja. Genau. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Oder einer hat da geschrieben, wir haben uns jetzt auf die Fahne geschrieben, weniger Comedy zu machen, deswegen passt er nicht mehr ins Konzept. Und was machen Sie stattdessen? Kabarett oder was? Was immer keine das sein, Ahnung, ja. Oder Bauchtanz oder Hula Hula oder ich weiß nicht. Das ist erwartet. Ja, so, das Omnicord, das wird dir aber immer bleiben. Wirst du das immer in deinem Leben weiter verwenden, das Omnicord? Ist das so ein richtiger Teil deines Lebens geworden? Ich kann ja nicht viel mehr, ne? Anderes. Also ich könnte, dann bin musikalisch, ich könnte auch ein anderes Instrument spielen, aber das wäre mir zu schwer zu tragen, ne? Oder muss ich mal gucken, dass irgendwo ein Klavier steht, hätte ich auch keine Lust zu. Also ja, so lange wie es eben geht. Ich habe ja am Anfang gedacht, das trägt sich gar nicht so lange. Ne? Ich habe gedacht, das ist irgendwie witzig für ein Programm maximal oder für Kurzauftritte. Also das, aber die Leute sind einfach, die können sich offensichtlich nicht daran satt hören. Oder zumindest stört es sie nicht, weil sie, jemand gesagt. Es ist ein faszinierendes Ding. Ich werde überlegen, vielleicht fürs Video, ich suche mal was raus im Netz und schneide es drüber, dass die Leute wissen, worüber wir reden. Weil es ist ein faszinierendes Gerät. Man hat manchmal das Gefühl, es ist Aufzug, es ist Bontempi, Orderlage. Es ist, und dann kommen aber doch wieder verblüffend interessante Klänge raus. Ja, deswegen bin ich auch immer noch verliebt in das Instrument, weil es halt so klingt wie nichts anderes. Das ist wirklich einzigartig. Und musst du, jetzt ganz blöde Frage, ich weiß, es ist eine blöde Frage, wenn man zu Hause ein Instrument spielt, kommt ja immer irgendwann die Frage, und zu Weihnachten spielst du uns was? Und so. Ja, ja, mache ich nicht, spiele ich nicht. Aber wurdest du gefragt? Ja, ja, schau mal, ja. Aber das wäre doch was, deine privaten Hits für auf Omnicord, das verlegt. Oh, du Fröhliche, ja auf aus Omnicord. Der Psychiatrie. Die Psycho-Version von Stille Nacht, ja, ja. Ja, man muss ja sagen, einige deiner Texte sind hart. Also du hast ja zum Beispiel eine, das finde ich sehr lustig, das Lied, wo jemand sagt, wenn sie eine Blume wäre, wäre sie ein Baum. Ja, über eine, so ein Ex, ne? Über eine Ex-Freundin. Ja. Bist du fiktiv. Der Zyniker? Fiktiv. Nee, bin ich nicht. Ich bin eigentlich gar kein Zyniker. Nee. Das Lied sollte eigentlich nur, also wie geil Paris damals war, meinst du, ne? Ja. Sollte eigentlich nur eine Diskrepanz darstellen, die es in jeder Beziehung geben kann. Also von wie schön wir es damals hatten, damals in Paris zum Beispiel, wie romantisch wir am Anfang waren und wie es dann hinterher geworden ist. Ne? Wie Menschen sich eben selber fertig machen können. Aber manchmal schlucken die Leute schon, wenn sie deine Texte hören. Also sie lachen schon, aber sie müssen manchmal so eine Sekunde, oh, das hat er jetzt nicht gesagt. Ist doch klar, wenn man sich ertappt fühlt oder was jeder kennt, dann schämt man sich für und dann denken die Leute, dann soll er lieber die Fresse halten, ne, bevor er das sagt. Ich will das gar nicht hören. Ne? Ja, aber es ist wirklich, also ich bin ja so offensichtlich ein Fan von dir und das war ich von Anfang an. Danke. Ja, nein, das ist so. Ich sag das ehrlich. Und das, was wir heute noch, ist sehr lustig mit Christian mal unterwegs zu sein. Weil Christian, bevor er wohin geht, so wie hier, wir wohnen im Ort, der heißt Westerstede. Westerstede, ja, bei Bad Zwischenahn. Das ist nicht weiter relevant. Und der Christian checkt immer, bevor er wohin kommt, in Google, wo es welche asiatischen Restaurants gibt und wie die bewertet werden. Und mich hat das beim letzten Mal schon fasziniert und heute habe ich erfahren, warum.
Du warst tatsächlich, kann man sagen, Gastrokritiker? Ja, wusstest du gar nicht vorher? Nee, also heute erst erfahren. Ja, war ich ja. Ja, ich habe geschrieben für ein Magazin damals, das es mittlerweile nicht mehr gibt, nur noch online. Das in vielen verschiedenen Städten in Deutschland es gab. Und da habe ich für den Gasthotel geschrieben. Ja, und ich hatte in Indien mal einen Kochkurs, jetzt muss ich mal ausholen, in Indien habe ich mal einen Kochkurs gemacht. Und da habe ich einen Sternekoch kennengelernt, der mit einem Freund von Jamie Oliver befreundet war. Oh. Und darüber bin ich an den Job in Deutschland gekommen, weil der wiederum in Deutschland dafür dieses Magazin gearbeitet hat. Und ja, sonst wäre ich gar nicht dran gekommen. Da musste ich halt einen kurzen Test machen, ob ich bestimmte Gewürze rausschmecken kann und ehrlich, ein bisschen das hast Ahnung habe. Wirklich? Ja, ja. Und danach haben sie mich dann schreiben lassen und für bestimmte. Also du bist getesteter Restauranttester quasi. Genau. Und war das für dich auch so, dass die Leute dann mal eingeladen haben und gesagt haben, jetzt ist er da? Nein. So bekannt warst du nicht? Nein, überhaupt nicht bekannt, weil ich es nur nebenberuflich gemacht habe und immer im Verborgenen agiert. Ich habe es nie öffentlich gemacht. Okay. Aber es ist ja, wenn man mit ihm unterwegs ist, kann ich nur empfehlen, dann weiß man zumindest, wo der nächste. Aber du schaust prinzipiell nur Asiaten, gell? Nee, prinzipiell nicht, aber vorwiegend gerne. Ja. Vor allem pakistanisch und indisch, was in Deutschland ziemlich verbreitet ist, aber was meistens eben Kacke ist in Deutschland. Da ein paar gute rauszufinden, ist halt eine Herausforderung. Ne? Ja, super. Du, Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist wieder mal sehr schön, mit dir zu spielen. Es war gestern schon lustig, wird heute sicher auch so lustig werden. Ja, wir rocken gleich da vorne die Bühne. Park der Gärten wieder. Wenn ihr eine Chance habt, geht unbedingt schauen. C. Heiland. Ich glaube, der Heiland ist der Künstlername. Ja. Und genau, komm vorbei. Ich wünsche dir alles Gute und danke nochmals. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Bis bald. Tschüss.